Ein Stück Kuchen. Eine alte Dame setzte sich in ein Café. Die Kellnerin bringt ihr die Menükarte und fragt nach, was sie denn bestellen möchte. Die alte Dame fragt: Wie teuer ist bei Ihnen ein Stück von der Torte? Die Kellnerin antwortet: 3 Euro. Die gebrechliche alte Dame holt einige Münzen aus ihrer Tasche und beginnt langsam zu zählen. Dann fragt sie wieder: Und wie teuer ist bei Ihnen ein einfaches Stück Kuchen? Die Kellnerin war etwas gestresst, da sie ja noch viele Tische bedienen musste, und antwortete sehr ungeduldig: 2 Euro. Das ist gut. Dann nehme ich gerne den einfachen Kuchen, antwortete die alte Dame. Die Kellnerin brachte ihr genervt den Kuchen und legte gleich die Rechnung hin. Immer diese geizigen Leute, murmelte sie leise vor sich hin. Die alte Dame aß ganz langsam und genussvoll den Kuchen, stand langsam auf, legte das Geld auf den Tisch und ging. Als die Kellnerin nun den Tisch aufräumen wollte, stellte sie fest, dass die alte, zerbrechliche Dame ihr 1 Euro Trinkgeld hingelegt hat. Sie bekam vor Rührung Tränen in die Augen. Aber es war zu spät, um sich bei der alten Dame zu entschuldigen. Sie begriff schmerzhaft und sich schrecklich mies fühlend, dass die alte Dame sich mit einem einfachen Stück Kuchen begnügte, um der Kellnerin Trinkgeld zu schenken.